Am 12. September erfolgte vor dem Rathaus in Kötschach der Start der CF Charity Radtour Kötschach Berlin. 4 Radsportler aus Kötschach-Mauthen möchten in 8 Tagen die 1000 Kilometer lange Strecke bis zum Brandenburger Tor mit dem Rennrad zurücklegen. Die Idee, mit dem Rad nach Berlin zu fahren, die stammt von dir? Ja, das stimmt. Damals, wie ich in Berlin beim Marathon war, habe ich die Idee gehabt, mit dem Rad nach Berlin zu fahren und mal was anderes wie laufen. Und ich muss sagen, wie ich heimgekommen bin von Berlin, habe ich Kurt und meine Kollegen gefragt und die sind sofort darauf eingestiegen. Und ihr habt euch jetzt gedacht, ihr macht eine Charity-Fahrt für diesen Zweck? Ja, wir wollen damit ein bisschen eine Spende lukrieren und auch aufzeigen, grenzüberschreitend, damit die Leute einmal sehen, was die Krankheit ist und was es bedeutet. Das ist eigentlich unser Ziel. Und du hast ja selber eine Tochter, die davon betroffen ist? Ja, ich habe eine Tochter, die betroffen ist, die ist jetzt 14 Jahre alt. Ihr geht es gut, muss ich sagen. Und ja, mit ihrem Zustand sind wir zufrieden, aber es geht vielen nicht so gut. Und deshalb machen wir das. Ja, also ich finde das super, dass sie das machen. Vor allem, dass sie das im Dienst von einer guten Sache gestellt haben. Und ja, ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Die zystische Fibrose ist eine Stoffwechselerkrankung. Um es kurz zu beschreiben, sie betrifft hauptsächlich die Lunge und die Bauchspeicheldrüse. Und das Ganze braucht sehr viel Therapie und wird im neugeborenen Alter gescreent und erkannt. Ja. Bist du da immer hautnah eigentlich dran an diesem Krankheitsbild durch die Michelle? Wie ist so das Leben? Ja, ich muss sagen, wir kennen es nicht anders. Das ist von klein auf, von Geburt an so. Man wächst hinein. Ich will nicht behaupten, dass der Alltag einfach ist und dass das nicht immer ohne Probleme abläuft. Aber im Prinzip, Konsequenz ist ganz wichtig. Den Draht zum Kind nicht verlieren, sie unterstützen, wo es geht. Und damit sind wir bis jetzt ganz gut gefahren und ich hoffe, dass das so weitergeht. Der Vorstandsvorsitzende von CF Austria, Anton Schober, ließ es sich nicht nehmen, zum Tourstart extra anzureisen und freute sich über das Engagement. Es ist wunderbar, also es ist nicht tagtäglich, dass man solche Aktionen vom Verein quasi organisiert bekommt. Wir machen sehr viel selbst und wie auch dieses entstanden ist, also ich habe das gestern mitbekommen, wie die Radfahrer die Idee hatten am Anfang und wie sich das entwickelt hat, ist wirklich grandios anzuschauen. Eine große Aktion, große Planungsphase. Du bist ja selber mittendrin gestanden. Wie ist es gegangen in den letzten Wochen, Monaten? Ja, ich kann nur sagen, es war grandios, gewaltig, was aus einer kleinen Idee so entstehen kann im Endeffekt. Und es zeigt wieder einmal, wenn viele Menschen am selben Strang ziehen, kann ganz was Tolles daraus entstehen. Und bin überwältigt. Ja, für einen guten Zweck fährt man gern die Distanz und mit den Freunden, das wird sicher Gaude. Du bist der Jüngste im Team, hast du sowas in der Art schon mal gemacht? Nein, so weit bin ich noch nie gefahren in einmal. Was erwartest du da denn? Ja, dass es teilweise anstrengend wird und dass wir viel Spaß haben werden, denke ich. Und wird sicher lustig. Habt ihr euch gut vorbereitet? Ja, ich denke schon. Es ist ein bisschen die ersten 2 Tage sind ein bisschen hart, da haben wir ein bisschen einen Berg drin. Aber sonst ist es relativ kopiert, aber wir befürchten, dass wir da von Chemnitz auf und dann ein bisschen Windböen kriegen, weil da sind sehr viele Windräder, da werden wir schon ein bisschen kämpfen gegen den Wind. Und wird das schon gut aus. Du bist mit dem Begleitfahrzeug unterwegs, wie wird deine Arbeit ausschauen in den nächsten Tagen? Naja, ich hoffe, ich kriege das hin. Ich werde halt Fotos machen und für die Unterkünfte zuständig und einfach schauen, dass die Jungs gut rauskommen und dass wir einen richtigen Weg finden. Aber es ist sicher eine lustige Sache. Ich nehme schon an, ja, 4 Spaßkanonen mit, dann wird es passen. Andreas Speiwi umrahmte den Start mit seiner steirischen. Auch einige Fototermine gab es noch vor der Abfahrt. Begleitet werden die Radfahrer auf dem ersten Kilometer von der OSK Sportjugend. Und auch Wolfgang Dabernik radelt bis nach Lienz mit. Du unterstützt es auch ein bisschen mit ein paar Kilometer, fährst du auch mit? Ja, sowieso fahren wir da mit. Ich fahre bis Lienz mit. Schauen wir nach mich beim Start Dolomitenmann an und möchte dann über das Bustertal, Rautal, Lesachtal heimfahren. Und auch die OSK Sportjugend unterstützt das Ganze. Ihr fahrt mit ein paar Radfahrern die ersten Kilometer mit. Ja, selbstverständlich. Die Sportjugend hat immer ein offenes Ohr. Speziell für Radfahrer und natürlich für einen guten Zweck, sind wir immer zum Haben, ist auch klar. Allerdings
ist ein bisschen schwierig, gleich am Anfang an gleich Berg drinnen ist. Ist ein bisschen ungünstig für uns, aber selbstverständlich, die ersten Kilometer fahren wir auf jeden Fall mit. Wir werden aber unser Training dann anschließen für die Schüler, dass wir vielleicht bei der nächsten guten Zweck vielleicht sogar über den Berg auch rüberkommen schon. In Vertretung des Bürgermeisters sprach Gemeindevorständin Irmgard Hörmann ein paar Grußworte. Ich möchte allen alles Gute wünschen, vor allem ein wunderschönes Wetter. Der Start könnte nicht besser sein, so wie heute. Ich hoffe, es schüttet nicht in Kübeln. Alles andere nimmt man als Radfahrer gerne. Und ich glaube, es werden zwei Fragen immer wieder kommen in dieser Woche. Woher kommt ihr? Ich meine, die Werbeflächen sind gut ausgefüllt. Das ist einmal das eine. Das heißt, ihr seid Botschafter für Kärnten im Allgemeinen, aber für Kötschach-Mauthen ganz besonders. Und die zweite Frage wird kommen, zystische Fibrose, Mukoviszidose, was ist das? Und ich glaube, da besteht die Möglichkeit, wirklich Bewusstseinsbildung zu machen. Ich wünsche euch alles Gute, eine unfallfreie Fahrt, viele tolle Eindrücke, viele tolle Erlebnisse. Und ich bin mir sicher, dass wir dann, wenn ihr wieder zurückkommt, bestimmt einen tollen Reisebericht haben werden. Alles Gute auch von Seiten, wie gesagt, der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen. Um 8.15 Uhr geht es dann los. 1000 Kilometer bis nach Berlin stehen nun am Programm. Auf den ersten beiden Etappen ist auch Alfred Schmidt mit dabei. Bis nach Lienz werden die Radler von Wolfgang Dabernik, Ossi Jochum und Martina Hohnwarter begleitet. Zach. Hätt schon? Ja. Hätt schon, Zach, was machen wir später? Brandenburger Tor ist schon in Sicht. 137 Kilometer und 1781 Höhenmeter gilt es am ersten Etappentag bis nach St. Johann in Tirol zu überwinden. Um 16 Uhr wird der erste Zielort erreicht.